Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Wir sind hier auf der Route 224 stehen geblieben. Und hier gibt's ein Event, was wir heute abchecken wollen. Ein Mann allein, den Blick zur See gewandt, ins Training vertieft. So wurden diese Fäuste geformt. Aha. Das ist, glaube ich, eine ziemlich große Route hier. Das heißt, wir werden die ganze Folge hier mit verbringen. Oh yeah. Und ich habe auch schon Pläne für die nächsten paar Folgen, was wir dort machen. Also nicht denken, dass das hier irgendwie planlos funktioniert. Nee, nee. Ich habe alles ganz klug ausgeklügelt. Naja. Der Typ mit dem Glibunkel allerdings nicht. Der hatte keine Ahnung, was Pokémon ist, hat sich mal entwickelt. Oh, ich sag nix. Hat's gerade gefangen anscheinend. Und sein richtiges Pokémon kommt erst jetzt. Ein Machomai. Was aber trotzdem one-hit sein sollte. Denn ich bin über 10 Level über dir. Sogar über 20 sogar. Ja. Ja, das war easy. Und Level up. Über Level 20. Tja. Mein Training und meine Fäuste waren nicht genug, um dich zu besiegen. Nö, nö. Anstelle meiner selbst hätte ich lieber meine Pokémon trainieren sollen. Das ganze letzte Jahr habe ich nur damit verbracht, auf die See zu starren. Hä, warum? Oh. Ein Forscher? Es interessiert mich nicht, wer du bist. Niemand stört mich bei der Schatzsuche. Oder eher ein Schatzsammler. Aber wir gehen irgendwie durch und quer. Habt ihr schon gesehen? Jetzt müssen wir doch wieder links. Wahrscheinlich dann wieder nach rechts. Na gut, nach links oder grün nach rechts. Geht ihr überall lang. Das ist crazy. Oh, ich hab Erdbeben. Gegen Stardust. Ich wollte gerade sagen, das tauschen wir eben aus. Zu tricky, aber. Nee, Chatara kriegt das auch so hin. Naja, mein Starter kriegt alles hin. Bester Starter. Fragt euch auch schon mal, was gewesen wäre, hättet ihr einen anderen Starter genommen? Mein Schatz, meine Pokémon. Ich bin hergeeilt, weil es hier an einem besonderen Felsen liegen soll. Es reden alle über diesen Felsen, ne? Mit meinem Laptop analysiere ich gerne Pokémon und kämpfe. Du hast einen Laptop mit in den Kampf genommen? Das ist Cheating. Ich kann einfach alle Informationen nachgucken. Naja, okay, das sollte ich vielleicht nicht sagen, weil ich mach's ja nicht besser. Ich bin da nicht besser. Vor allem nicht in so Nasslogs oder sowas. Hey, wir haben ja gerade herausgefunden, dass Erdbeben ziemlich gut gegen Schall-Pokémon ist. Und das stimmt! Tja, da war er wohl ein Meter zu klein. Meine Auswertung stimmt leider nicht immer mit der realen Welt überein. Ja. Ich hatte trotzdem eine Menge Spaß bei unserem Kampf. Hoffentlich gelingt mir eine gute Analyse der Kampfdaten. Ein Rückkampf wäre zwecks weiterer Daten ausgesprochen hilfreich. Okay. Oh, hier war das Item. Und meine Dreck-Pokémon wollen hier bleiben, um stärker zu werden. Übrigens, ich glaube, auf dieser Route treffen wir. Oh, German heißt der. Geiler Name. Deutsch. Hallo, ich bin Deutsch. Wie geht es Ihnen? Ich glaube, auf dieser Route sind unsere letzten Trainer. Die allerletzten, ja? Die letzten normalen Trainer. Und dann, ja, dann werden wir nie wieder schlechte Trainer sehen. Boah, das ist schon traurig, oder? Nach über 50 Folgen. Naja, alles hat ein Ende. Und wie wir wissen, nach einem Ende taucht auch ein neuer Anfang nicht weit weg auf. Remember this, my son. Keine Ahnung, was ich laber. Bodycheck sollte es eigentlich. Achso, ich dachte, es wäre noch im roten Bereich. Also schon im roten Bereich. Nee, nee, noch nicht. Jetzt aber! Sogar mehr als das! It is dead. Altaria is dead! Armes Flauschi. Naja, passiert. Lul.
nur Deutsch. Wow, was für ein Kampfstil. Es ist zwar schon einige Jahre her, seit ich die Heimat der Drachenprobe verlassen habe, aber ich muss schon sagen, deine Pokémon sind wirklich sehr, sehr stark. Danke für den Fatum-Knoten, was auch immer das ist. Keine Ahnung, nehmen wir mit. Und wir sind da. Aber ich will ganz kurz nachgucken, was es hier gibt. Ich dachte wirklich, die Route wäre länger. Nee. Hä? Kann ich laufen? Hä? Kann ich dann wieder surfen? Aber ich kann so ganz leicht sehen, dass ich hier stehen kann. Ist hier irgendwas? Nee, Schutz brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt wird sie noch irgendein Wasserbummen kommen, das bin ich mir sicher, aber ist nicht so schlimm jetzt. Hier ist nichts. Okay, keine Ahnung, vielleicht ist ja irgendwo ein Item versteckt, was ich nicht gefunden habe. Auch nicht schlimm. Wir sind nun da. Speichere aber kurz nochmal zur Sicherheit ab. Okay. Hey, Professor Eich! Ah, ich habe schon auf dich gewartet, Maike. Lass uns sofort zur Sache kommen, ja? Sei bitte so nett und wirf einen Blick auf diesen Felsen. So einer wurde auch in der Kanto-Region entdeckt. Ganz schön mysteriös, was? Würdest du mir helfen, das Geheimnis dahinter, diesem Felsen stärker zu enthüllen? Ich habe versucht, die Schriftzeichen auf diesem Felsen zu entziffern. Anscheinend verewigen Trainer darauf ihre Gefühle der Dankbarkeit, nachdem sie auf ihren Abenteuern als Person gereift sind. Du bist dafür also perfekt geeignet, deshalb bitte ich dich auch um deine Hilfe. Auf deiner Reise bist du sicher vielen Menschen und Pokémon begegnet und hast viel erlebt. Nun sag mir bitte, was du jetzt gerade fühlst. Verrate mir, wem du am meisten danken willst. Wem möchtest du danken? Okay, muss ich jetzt mal überlegen. Wen will ich danken? Okay, ich habe ein bisschen überlegt und ich glaube, ich weiß, wen ich danken möchte. Ich möchte meiner Ingame-Mama danken. Ohne sie wäre ich gar nicht hier auf meiner Reise. Ohne sie würde ich überhaupt nicht existieren. Und ohne so eine Mutter, wie ich habe in dem Game, wäre ich niemals in der Lage, als 10-Jährige rumzulaufen und Monster zu fangen. Also, danke, Mama. Hm, am meisten möchtest du also deiner Mutter danken? Bist du dir wirklich sicher? Ja, warum nicht? Ein Blumenbeet. Hä? Was bist du denn für ein Süßes? Oh, es hat Angst. Wir sind überall Blumen. Nanu, was war das denn für ein Pokémon? Besteht zwischen ihm und diesem Felsen aber eine Verbindung? Hm, wohin ist das Pokémon nur verschwunden? Das fragst du dich doch bestimmt auch. Ja, nee, hat man noch gesehen, es ist da einfach geradeaus gelaufen. Und damit ist das Shaman Event frei. Ja. Und jetzt kommen wir hier zum Brunnenpfad. Man kann den ganzen Weg zu Fuß gehen. Oder sich auch einfach ein Fahrrad schnappen. Auf Maximum stellen. Und dann schön genüsslich diesen ewig langen Weg fahren. Oh Gott. Wie war euer Tag? Hoffentlich war euer Tag sehr gut. Das ist ein sehr, sehr langer Weg. Oh, und wer sind wir da? Blumenparadies. Und hier haben wir Shaman. Doch, bevor ich jetzt gegen Shaman kämpfe, werde ich rüberwechseln zum Livestream. Denn ich werde jetzt in einem Livestream dieses Shaman Shiny hunten. Wir sehen uns, wenn es shiny ist. Was kann man eigentlich alles in diesem Park machen? Man kann ja nur in diesem Park nur herbespazieren. Ich habe das Gefühl, dass es nur da, um das Dings freizuschalten. Um das Gaming freizuschalten, dass die Pokémon einem hinterherlaufen. Ja. Im Original spielen konntest du nur dort deine Pokémon frei rumlaufen lassen. Aber auch nicht alle, oder? Nee. Oh mein Gott! Nein. Oder? Vor allem so random! Junge! Was? Junge! Wie viel Glück musst du haben?
so random! Ja, einfach! Hey, Editor Mike hier. Ich wollte nur kurz mitteilen, dass ich leider zu spät bemerkt habe, dass ich den Shaman-Stream nicht gespeichert habe und somit nur noch diesen Clip habe. Also muss ich euch kurz erklären, was alles danach passiert ist. Danach habe ich es natürlich gefangen, nach nur ein paar Bällen. Da hatte ich sehr viel Glück. Aber gut, es hatte auch eine hohe Fangchance. Und es war nur Level 30 oder so. Von daher, ja, war ziemlich easy zu fangen. Ich wollte es erstmal Shiny nennen, weil es halt Shiny ist und dann Shaman. Und das fand ich halt lustig. Aber im Chat wollten Leute, dass ich es Sonic nenne. Und dann dachte ich mir, ich nenne es Shiny Sonic. So, sobald man Shaman hat, kann man zurück nach Flori gehen und dann mit dieser einen Dame dort reden. Wie viel werde ich jetzt Gameplay zeigen von Domtendo, denn ich habe mein eigenes nicht mehr. Hui, ein Shaman. Bei diesem Pokémon muss ich immer sofort an die Crocidea-Blume denken. Wie der Zufall es so will, habe ich gerade ein paar dabei. Hier, ich gebe dir eine ab. Und so erhält man die Crocidea-Blume. Die ist sehr wichtig, um sein Shaman umzuwandeln. Das habe ich nämlich im Stream versucht, aber dann war es Nacht und man kann Shaman nur am Tag umwandeln. In der Nacht funktioniert das nicht, da passiert gar nichts. Da ich ja gerade so viel Glück habe mit Shinies, würde ich sagen, machen wir auch nochmal das andere Event-Pokémon. Shaman ist nicht das einzige Event-Pokémon. Im April und auch nur im April, außer ihr glitscht euch irgendwie durch, könnt ihr per Internet empfangen ein Geheimgeschenk bekommen, genauso wie bei Shaman, und zwar die Mitgliedskarte. Hier seht ihr auch nochmal, wie es dann aussieht. Genau das gleiche war auch mit Shaman. Und das gleiche gilt jetzt hier für das nächste Pokémon. Und soweit ich weiß, auch das letzte. Es gibt nur zwei in diesem Spiel. Naja. Zwei coole, besser als zu viele, würde ich sagen. Da erhalten wir die Mitgliedskarte. Die sehen wir jetzt auch hier im Beutel. Ganz in der Ecke. Eine Eintrittskarte für den Gasthof in Fleetburg. Sie ist über 50 Jahre alt. Okay, eine sehr alte Mitgliedskarte. In Fleetburg. Wir sind ja gerade in Fleetburg. Das ist die Stadt ganz, ganz links hier in der Ecke. Fleetburg. So, das Haus in Frage ist das hier. Das Haus vom Seemann Eldrich. Da wollen wir mal rein. Und dann sehen wir ein schlafendes Kind mit seiner Mutter. Ich hätte nie gedacht, dass unser Junge mal in einen solchen Albtraum gefangen sein würde. So was ist schon einmal hier in Fleetburg passiert. Und zwar vor langer Zeit. Es gab Menschen, die nie wieder aus diesem Albtraum erwacht sind. What? Der ist in einem Albtraum gefangen? Der kleine Junge scheint einen schlimmen Albtraum zu haben. Er murmelt irgendwas im Schlaf vor sich hin. Da! Dark! Beobachtet mich! Oh Gott, was können wir denn dagegen tun? Hey, ist das nicht deine Familie? Ich habe die Liebe zum Meer verloren, seit mein Sohn in diesem furchtbaren Albtraum gefangen ist. Um ihn daraus zu befreien, benötige ich die Luna-Feder von der Vollmondinsel. Sag, würdest du für mich zur Vollmondinsel gehen? Wenn nicht für mich, dann wenigstens für meinen Sohn? Okay. Bitte beschaffen mir die Luna-Feder, die man auf der Vollmondinsel findet. Nur damit kann mein Sohn von seinem Albtraum befreit werden. Wir zählen bald auf dich. Ah ja, ja, dann kann ich den. Eine Luna-Feder. Wie bekommen wir denn die? Na, wir werden es bestimmt jetzt sofort herausfinden, wenn wir dann an unserem Ort ankommen. Hier auf der Vollmondinsel. Und da ist Cresselia. Speichere ich das mal ab, bevor ich es verkacke zu fangen. Oder muss man es nicht fangen? Ich weiß gerade nicht mehr. Nee, muss man nicht. Das Pokémon ist davon geflogen. Irgendetwas funkelt an der Stelle, an der es sich zuvor befand. Und hier haben wir die Luna-Feder. Gucken wir uns das Item mal kurz an. Diese Feder leuchtet wie der Mond. Kann angeblich Albträume vertreiben. Aha. So, ich meine sogar, dass man Cresselia jetzt auf der Map sieht. Als so ein, wie so Vesprit, so ein rumlaufendes Pokémon. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt, aber ich glaube schon.
Werden wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen, das Viech. Das Pokémon, dem du gerade begegnet bist, ist das Suna-Pokémon. Man erzählt sich, dass es im Sinne von einem Ort zum anderen fliege. Ja, stimmt wohl. Oh, dieses Funkeln. Das ist also die Nuna-Feder. Vielen Dank, damit sollten wir meinen Sohn aus seinem Albtraum befreien können. Ich hoffe es doch. Versuchen wir's. Es muss funktionieren. Sohnemann, wachen Sie auf. Der kleine Junge scheint einen schlimmen Albtraum zu haben. Die Luna-Feder, die du mitgebracht hast, beginnt zu strahlen. Das Gesicht des schlafenden Jungen entspannt sich und wirkt ganz friedlich. Der kleine Junge wurde geheilt und ist aufgewacht. Endlich, du bist aufgewacht. Oh, mein kleiner Junge, mir kommen vor Freude die Tränen. Vielen Dank, das werden wir dir nie vergessen. Dass es dir wieder gut geht, macht mich so unfassbar glücklich, mein Junge. Es gibt mir die Kraft, wieder in See zu stechen. Und was dich betrifft, mein Schiff steht ab sofort jederzeit für dich bereit. Cool. Ich konnte einfach nicht aufwachen, da war so ein schrecklicher Traum. Ich war an einem stockfinsteren Ort und da war dieses pechschwarze Pokémon. Aber ich konnte die ganze Zeit die Stimmen von Mama und Papa hören. Habt ihr vielleicht irgendwas gezwungen zu schlafen, obwohl er eigentlich schon wach war? Man kann jetzt zurück zur Vollmondinsel. Aber warum? Ich meine aber, es gibt noch mehr als nur jetzt Cresselia freizuschalten. Und das werde ich jetzt kurz ausprobieren. Jetzt können wir hier rein. Willkommen. Normalerweise ist dieses Haus abgeschlossen, aber auf einmal kann man hier rein. Wir warten hier schon sehr lange auf dich. Okay. Ich komme rein und soll schlafen? Du scheinst von dem Bett geradezu magisch angezogen zu werden. Oh Gott, ich werde auch in den Schlaf versetzt. Oh, mein Kopf. Wo bin ich? Neumondinsel. Ich kann nicht mehr fliehen. Oh nein. Bin ich in dem Albtraum gefangen, wo dieser kleine Junge war? Es scheint wohl so. Und die Wurzeln allen Übels steht bevor uns. Darkrai. Und hier werde ich das versuchen zu shiny handen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was? Als ob! Warte, die Musik ist viel zu freundlich. Leute, wir haben's! GG, I'm back! Max, du kommst perfekt! Du kommst perfekt! Wir haben's! Genau passend! Nein! Und da hatte ich es endlich, das Shiny Darkrai. Shaman hatte ich sehr, sehr schnell, doch Darkrai hat wirklich auf sich warten lassen. Niemand hat erwartet, dass ich wirklich diesmal so lange brauche, weil Giratina und Shaman habe ich ziemlich schnell bekommen. Doch, ich habe mich zu früh gefreut. Was danach kam, hat niemand erwartet. Ich glaube nicht, dass ich ihn jetzt kriege. Habe ich was anderes noch? Mike, mal nicht gleich den Teufel in die Wand. Ich hab Angst, okay? Ich hab mir auch gedacht, Finsterbälle zu kaufen lohnt sich nicht unbedingt. Ich meine, klar, meistens bin ich ja am Abend. Nein! 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 Weiter geht's.
Machen wir die Musik wieder an. Weiter geht's. Ich hab's euch gesagt. Total am Boden, niedergeschlagen und übelst verbrannt, saß ich da und konnte es einfach nicht fassen. Ich hatte nach all der Zeit endlich meinen Darkrai gefunden und es dann aus Versehen umgebracht wegen einer Fähigkeit von Magbrand. Magbrand ging fürs Erste ganz, ganz, ganz weit weg. Er war ein böser Junge und muss dafür bestraft werden. Ich habe mir also nach dem Stream vorgenommen, jeden Tag doppelt, wenn nicht sogar dreifach so viel zu Shiny handeln, damit ich so schnell wie möglich wieder mein Shiny finde. Und, was soll ich sagen? Es hat sich ausgezahlt. Alter. Alter, was? Es ist 2 Uhr morgens. Ich Shiny hunte nach dem Stream. Und als ob ich nochmal ein Shiny finde. Was? Das ist nicht dein Ernst. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Als ob! Ey, ich weiß, ich habe zu spät die Aufnahme gedrückt, aber ich habe wirklich nicht erwartet, dass jetzt noch einer kommt. Ich wollte eigentlich nur die Zahl hochkriegen. What the fuck? Oh mein Gott! Wenn ich das jetzt verkacke! Ja? Wenn ich das jetzt verkacke! Da bin ich raus. Dann will ich auch nicht mehr leben. Dann ist vorbei hier. Wie wenig war das jetzt eigentlich? 300? Weniger? Also ich weiß nicht, ob ich heute Pech oder Glück hatte. Irgendwie beides. Aber ich will noch nichts labern. Ich will noch gar nichts labern. Ich hab's noch lange nicht. Das ist gerade nicht live übrigens. Das ist hier einfach ganz normale Aufnahme. Es wird so schwierig, das wieder irgendwann zu erklären, aber es ist 2 Uhr morgens. Ich Shiny hatte, weil ich nicht schlafen kann, weil ich so richtig mich schlecht gefühlt habe wegen dem Shiny. Und da ist es wieder. Und da ist es einfach wieder. Das Shiny ist zurückgekommen. Jetzt werden wir aber sehen, ob es zurückgekommen ist, um mich zu taunten, weil es sich nicht fangen lässt. Oder... Was ich denke, okay, komm. Sorry, falls ich leise bin oder so. Oder falls der Sound irgendwie gerade kacke ist. Ich kann gerade nicht anders. Kann doch nicht so laut sein. Wie gesagt, es ist 2 Uhr morgens. Und ich kann nicht pennen. Ich habe es! Ja! Ja! Darkrai! Nach 2042 Encountern! Laut einer Volkssage verursacht dieses Pokémon in mondlosen Nächten schreckliche Albträume. Oh mein Gott! Alter, warte, jetzt muss ich aber screenshotten! Oh. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Albtraum ist vorbei! Wie nenne ich es jetzt, dieses Ding? Wie nenne ich es? Ich nenne es Miss Nightmare. Weil für mich, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, aber für mich ist Darkrai eher so weiblich. Oh, das passt nicht rein. Miss Knight? Ich schätze, das würde funktionieren. Warum nicht? Fürs Erste kann ich es ja so nennen. Ich glaube, ich kann den Spitznamen später wieder ändern. Holy shit. Ja, ihr seht, ich habe Magbrand weggetan. Speichern, speichern, speichern! Oh, Story. Eine Stimme ertönt von irgendwoher. Darkrai, deine Kräfte sind gewaltig. Menschen und Pokémon, die sich in deiner Nähe befinden, werden unweigerlich von fürchterlichen Albträumen geplagt. Deswegen bist du hergekommen. Auf der Neumondinsel bist du ganz allein. Hier ist niemand, der von deinen Albträumen heimgesucht werden könnte.
Und sollte dann noch jemand einen Albtraum anheimfallen, ist die Vollmondinsel ganz nah. Und da wachen wir auf. Aus dem Albtraum von Darkrai. Da haben wir schon ziemlich schön geheilt, ne? War ja schöner Schlaf. Du bist wieder aufgewacht. Yay! Oh, hey! Du hast ja lange geschlafen. Was ist denn dir wieder passiert? Und was machst du hier? An diesem Ort lebt seit 50 Jahren niemand mehr. Was? Wie, ihr lebt seit 50 Jahren? Hä? Aber ich war... Okay. Yes! Speichern! Nein, ich habe nicht geheilt. Da hat sich das irgendwie nicht geheilt, aus irgendeinem Grund. Speichern! Ja! Endlich! Du wisst gar nicht, wie glücklich ich gerade darüber bin, dass ich noch am gleichen Tag das zweite Mal das Shiny gefunden habe. Oh, der Albtraum ist vorbei. Ich bin endlich aufgewacht. Ich war seit 2 Wochen da drin in diesem Albtraum und jetzt ist es vorbei. Moment. Aber das geht nicht hier drin. Moment. Oh. Gruselig sieht das aus. Wie sie mich so verfolgt. Miss Knight sieht ein kleines bisschen niedergeschlagen aus. Tut mir leid, dass ich dich verbrannt habe beim ersten Mal, aber hey, anscheinend bist du doch wieder zurückgekehrt. Okay, ich muss mal kurz kneifen, das kann doch nicht ernst sein, 2 Uhr morgens. Aua, das hat weh. Doch, das ist alles echt, oh mein Gott. Okay, Leute, das war die Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich würde mich so sehr über ein Like freuen. Das war wirklich Qual. Das waren fast 30 Stunden oder so. Ich werde das nochmal zusammenzählen. Die Shaman-Streams habe ich leider nicht mehr eingespeichert, aber die Darkrai-Streams sind noch online. Sollten noch online sein. Die könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr Bock drauf habt. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bleibt gespannt, was ich dort dann machen werde in der nächsten Folge. Hey, übrigens, bevor ich das vergesse, hier irgendwo anzuschneiden oder überhaupt nicht ins Video zu packen, können wir mal kurz darüber reden, dass, wenn man gegen Shaman kämpft, dass man das ganz normale Pokémon, wildes Pokémon-Kampf-Theme hört, wie jetzt würdest du ins hohe Gras gehen, als wäre es so ein ganz normales Pokémon. Aber wenn man dann gegen Darkrai kämpft, dann kommt das Legi-Theme. Hä?